Wir haben das schon seit 30 Jahren, machen die Ministerbäuerinnen im Weiberball. Früher hat es Frauengrenzring geheißen, jetzt seit ein paar Jahren ist es der Weiberball und es seht, durch die Hülle los. Wir Bäuerinnen machen selber immer eine Aufführung, alle Jahre studieren wir einen Tanz ein. Drei Proben haben wir gehabt. Der Robert hat mit uns fest geübt, hat auch offens Geduld gehabt und jetzt hoffe ich, dass wir es gut schaffen. Ja, da seien die Weiber ganz anders, wenn die Männer noch nicht da sein. Können sie mal alle Vollgas geben? Ja, sowieso. Unbedingt Vollgas. Da sind wir dabei, das ist Bühne. Singen! Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den Lieben, wir freuen uns mit lauter. Da sind wir dabei. Einfach hingeht, wenn was los ist und wenn man einen guten Babysitter daheim hat und weiß allein einmal im Jahr ist. Und einmal macht es Gaudi. Gute Musik, die Mädels versorgen uns gut, das passt. Gewaltig. Wir haben Gruppen da, die was Aufführungen machen. Die kehren Zollsteiner und nachher taufen die anderen Männer ein. Und die Matschka sind herzlich willkommen, weil da gehen die, was das ganze Jahr nicht gehen, auch noch mit. Und das live am Weiberball. Thank you.
ist schon ewig der bergigste Ball weit und breit.